Herzlich willkommen am Stand der Zeit. Schön, dass Sie alle da sind und schön, dass auch Sie da ist, die Bücher zum Beispiel über die Vulva geschrieben hat, über Vergewaltigung. Ein Roman namens Identity, den wir alle kennen, ein wundervolles Buch über eines ihrer literarischen Vorbilder, Emily Brontë. Und jetzt den Roman Antichristi. Herzlich willkommen, Mithu Sanyal. Ich freue mich so, hier sein zu können. Und ich freue mich so, dass Sie alle hier sind. Ja, können wir am Anfang vielleicht einmal kurz schwärmen von uns, von dir. Aber von der Buchmesse ist doch unglaublich. Also der Samstag auf der Buchmesse ist doch ungeheuerlich. Wir, die wir gewöhnt sind über die Krise des Buches, niemand liest mehr, wo ist das Buch, und geht hier durch diese Halle und über diesen Hof, ist doch unglaublich. Ich habe ja... Okay, also ich höre, lauter als ich mich selbst höre, höre ich den Nebenstand. Egal. Willkommen Rheinland-Pfalz. Ja. Ich habe ja das Gefühl, es ist umgekehrt. Also ich habe das Gefühl, dass Leute lesen wahnsinnig viel, machen extrem, also gehen in tiefe Verhältnisse zu Büchern ein irgendwie, und die Reaktionen von Leser und Leserinnen sind halt immer so wahnsinnig umwerfend, dass, boah, ich kann das nicht. Rheinland-Pfalz ist echt hart hier. Wir müssen einfach Rheinland-Pfalz einfach durch. Wir müssen einfach, wenn wir nicht schreien, durch Lautstärke, dann durch Spaß vielleicht einfach besiegen. Nein, und ich bin ja wirklich immer wirklich verblüfft darüber, wie viel Menschen lesen, weil ich ja auch gelernt habe, Menschen lesen nicht mehr. Die Jugend von heute liest sowieso nicht mehr. Meine Kinder haben einen Bonus bei den Leuten, die sie kennen, dass sie sagen, ich habe einen Podcast mit deiner Mutter gehört. Das ist voll die Ehrenfrau. Auch zu Hause bist du von, wie wir alle, aber zu Hause besonders von Büchern umgeben. Ich habe jetzt schon, ich war noch nicht dort, aber ich höre, dass auch dein Bett, das holen wir nach. Sozusagen bist du umgeben von Literatur, und unter anderem hörst du abends oft Kriminalromane von Agatha Christie. Vorgelesen. Mein Mann, der mir irgendwie jeden Abend eine Geschichte zum Einschlafen vorliest, und der liest halt so toll, dass man nicht einschläft, sondern der kann dann auch eine Stunde lang lesen und so mit verteilten Rollen. Und ich arbeite ja auch fürs Radio und ich denke, der kann so viel besser sprechen als ich, ohne Vorbereitung. Wow. Das war damals auch so, als die Kinder klein waren, was sie immer gesagt haben, nee, Mama liest uns nichts vor, der Papa liest so viel schöner als du. Ah, und wenn man nicht einschlafen kann, also muss man dann auch manchmal unterbrechen? Ich kenne das von meinen Kindern, die dann manchmal sagen, es ist jetzt, könntest du bitte aufhören, weil dann könnte ich jetzt schlafen? Nee, also es ist eher umgekehrt, dieses irgendwie, lass uns lieber nicht schlafen und dafür lieber irgendwie noch ein Kapitel weiterlesen. Und deshalb wird auch meine Einschlafzeit immer später und später und später. Und wir haben uns damit schon sanft, sozusagen aus deiner Einschlafphase, sanft in das Romangeschehen von Antichristi hineingearbeitet. Denn unter anderem geht es darum, die Romane Agatha Christies umzuschreiben. Hast du auch, wenn du da so schön und gemütlich und herrlich von dieser schönen Stimme zuhörst, beim Zuhören selbst mitunter schon gedacht, das müsste man doch unter heutigen Aspekten vielleicht mal anders erzählen? Es ist ja tatsächlich so, Agatha Christie ist ja teilweise umgeschrieben worden, dann auch irgendwie, weil, also die hat ja über 6 Jahrzehnte geschrieben, und in diesen 6 Jahrzehnten hat sich ja so viel verändert, also unser Blick, also erstmal sind die Kolonien unabhängig geworden in dieser Zeit, unser Blick irgendwie auf die anderen, die Fremden hat sich verändert, in den frühen Büchern ist halt so ein unschuldiger Rassismus, also die irgendwie erzählen mit lauter Stimme darüber und alle sagen, oh, es ist ein guter Kerl, wir mögen ihn. Das ändert sich radikal im Laufe der Romane, aber irgendwie, ne, das, wo das Geld herkommt, ganz, ganz viel Geld kommt halt aus irgendwelchen Minen, also in irgendwelchen ehemaligen oder zu dem Zeitpunkt halt noch Kolonien, wo man denkt, wie sind die an diese Minen rangekommen, das ist ja auch interessant. Ganz viele Colonels haben in Indien gedient, Ein Teil, das ist eine Zeitreise, ist sozusagen Teil dieses Romans, aber ein Teil spielt nahe der Gegenwart, ich glaube 2022, und in einem sogenannten Writer's Room, wo genau diese Romane umgeschrieben werden, unter dem Protest, gewissen Protest von Menschen, die die Literatur für heilig halten. Gab es so einen Writer's Room wirklich? Es gibt es ja immer wieder, da geht es ja darum, die Romane zu verfilmen, sie halt nochmal neu zu verfilmen unter einem anderen Gesichtspunkt. Und ich finde, Verfilmungen sind ja etwas, sind ja immer Versionen. Es ist ja eben nicht irgendwie, das ist jetzt die neue, die letzte, die endgültige Version, das ist eine Version und dann kommt noch eine Version, dann kommt noch eine Version. Und das ist ja immer so toll, also wenn wir uns Verfilmungen angucken, wir können die immer datieren. Wir wissen, das ist die Jane Austen-Verfilmung aus den 90ern, das ist die aus den 80ern, das ist die aus den 20ern. Und wir sehen halt auch gerade diesen, ne, also
Poirot ist ja auch ein Historienroman. Ne? Der spielt ja zum größten Teil in den 20er Jahren. Auch die Art, wie wir uns die Vergangenheit erzählen, altert so viel schneller als andere Formen. Aber irgendwie echte Romane umzuschreiben, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Also wenn wir wirklich an den Text gehen, und ich bin ja so ein bisschen, ich würde Texte niemals ändern, aber ich finde Kontextualisierung super. Also ich finde Vorworte super. Ich finde ja auch Fußnoten toll. Ich würde auch Fußnoten in Kinderbücher machen. Ich werde irgendwann mal einen Roman mit ganz vielen Fußnoten machen, in denen dann lustige Dinge passieren, wie, weiß ich nicht, vielleicht ist dann eine Kommunikationsebene, dass man über Fußnoten kommuniziert. Ich weiß es noch nicht. Ja, und du hast ja auch eine ganz emphatische Art, alte Bücher, sprechen über Emily Brontë zum Beispiel, eben neu zu oder anders zu lesen oder natürlich ganz natürlich aus deiner eigenen Biografie heraus anders gelesen. Naja, und die Vergangenheit ist ja viel aktueller, als wir denken. Und die Vergangenheit ist ja auch viel moderner, als wir denken. Wir denken ja immer, sie ist eigentlich so in Schwarz-Weiß. Und meine Hauptfigur fällt halt durch die Zeit. Die weiß nicht, wie, was, warum und wieso. Und die landet halt 1906. Und die haben so viele Probleme, die wir auch haben. Die streiten sich übers Gender. Zum Beispiel, ne? Irgendwie jede Tageszeitung schlägt wieder ein neues genderneutrales Pronomen vor, weil, denen wurde ja gesagt, irgendwie die englische Sprache, irgendwie, wenn man Mann sagt, meint man damit alle. Wenn man sagt alle Männer, meint man damit alle Menschen. Und 1906 Suffragetten, die gehen dann halt regelmäßig vor Gericht und sagen, ey, im Gericht steht, in der Verfassung steht, alle Männer dürfen wählen. Wir sind damit mitgemeint, wir möchten jetzt auch das Wahlrecht haben. Und wir sagen, nee, in diesem Fall heißt das dann doch was anderes. Historischer Brief, also alles, also die sind regelmäßig vor Gericht gezogen, haben immer verloren. Stimmt, und sozusagen, wir lesen Literatur, lesen immer wieder neu, aber einer der, ich würde mal sagen, fast Anliegen, was ich herauslesen würde aus dem Roman, ist ja auch, dass Geschichtsschreibung, also sozusagen die sogenannte Historie, neu geschrieben wird, anders geschrieben wird. Einfach, wenn wir sagen, meine Perspektive ist aber eine andere oder ich setze einen anderen Schwerpunkt oder wähle eine andere Perspektive. Also wir erzählen ja sowieso Geschichte immer anders. Also wenn wir uns zum Beispiel DDR-Geschichte angucken, dann ist sie natürlich nach dem Mauerfall radikal neu erzählt worden. Geschichtsbücher werden immer wieder umgeschrieben. Wir überlegen uns, was ist Teil unserer Geschichtsschreibung, was ist nicht Teil unserer Geschichtsschreibung. Die AfD versucht jetzt gerade ganz viel irgendwie mit der Vergangenheit Politik zu machen. So, wer waren wir damals? Und wer, wenn wir über die Vergangenheit reden, reden wir immer über die Zukunft. Das ist halt irgendwie, tatsächlich reden wir nie wirklich über die Vergangenheit. Genauso wie wir die Vergangenheit auch überhaupt niemals wirklich wahrnehmen können. Es gibt ja mehrere Zeitreisen in dem Roman, insofern, dass meine Hauptfigur ja auch sich erinnert an irgendwie ihre Jugend mit ihrer Mutter oder an irgendwie ihre erste WG mit ihrer besten Freundin. Und auch das kann sie ja nicht so sehen, wie sie damals war, sondern sie sieht ja immer aus dem Blick von heute. Das heißt, die Vergangenheit erzählen wir uns sowieso ständig neu. Aber in Indien wird gerade die meiste Politik tatsächlich mit der Vergangenheit gemacht. Also das ist halt so, da wird am meisten drüber gerungen, auch was soll in die Schulbücher reinkommen, was soll rausgestrichen werden. Und deshalb dachte ich irgendwie, ich möchte eine Zeitreise darin haben und zu gucken, wo kommen auch die ganzen Verwerfungslinien her, mit denen wir uns heute auseinandersetzen. Genau, und es geht um politischen Widerstand und wir hier, die meisten von uns wissen außerordentlich wenig über die indische Geschichte, glaube ich, aber wen natürlich alle kennen, ist Mahatma Gandhi, und den man natürlich gelernt hat, als Heiligen des gewaltlosen Widerstands zu verehren. Er spielt auch eine wesentliche Rolle im Roman im Jahr 1906, wohin wir zurückreisen, aber wir und vielleicht auch du hast Mahatma Gandhi mit der näheren Beschäftigung dann ein bisschen anders kennengelernt. Genau. Also was man wissen muss, meine Hauptfigur reist ins Jahr 1906, die bleibt aber in Europa. Sie bleibt in London, die reist jetzt nicht durch die Welt, sondern sie bleibt am selben Ort. Sie ist dann nicht mehr irgendwie eine 50-jährige Frau, sondern ist plötzlich ein junger Mann, hat einen anderen Körper. Was sie aber mitnimmt, ist ihre Hautfarbe anscheinend und ihre Kleidung. Das scheint unsere echte Identität zu sein, unsere Kleidung und unsere Hautfarbe. Und es gibt in London damals nur zwei Orte, wo ein junger indisch aussehender Mann hingehen kann, in die Docklands als Matrose, als Lasker oder aber nach India House. Das gab es tatsächlich, das war eine Wohngemeinschaft für indische Studenten auf der Oberfläche. De facto haben dort die indischen Revolutionäre gewohnt und irgendwie Bomben gebaut und Waffen geschmuggelt. Gandhi kam da mehrmals vorbei zu Besuch, das ist verbrieft und diese WG ist verbrieft. Und mich hat das, als ich davon erfahren habe, selber völlig umgehauen, weil ich dachte so, wie, wir haben doch den richtigen Widerstand gemacht, wir haben den gewaltfreien Widerstand gemacht. Was wie Waffen, Bomben, davon wusste ich gar nichts und das hat mich entsetzt.
Und was hat Gandhi damit zu tun? Er wollte die sozusagen bekehren und seine Friedlichkeit ins Indiahaus hineinbringen? Oder war er selbst infiziert von der Möglichkeit der Gewalt? Also was man über Gandhi wissen muss, ist, dass wir Gandhi auf ein Podest stellen und sagen, irgendwie, das ist irgendwie der Heilige. Gandhi ist ein Mann mit ganz, ganz, ganz vielen Fehlern, der unglaublich wichtige, historisch ganz wichtige Dinge gemacht hat. Und trotzdem jemand mit ganz vielen Schattenseiten. Und Gandhi ist nach Indiahaus gekommen, weil halt dort irgendwie die politischen Führer, das ist ja auch das, irgendwie ganz viele Worte, diese Führer ist als der Wort, Nationalisten als der Wort, die alle positiv besetzt sind in diesem Buch. Und ich sitze da und das sind die Worte, mit denen die sich immer beschäftigt haben. Meine Hauptfigur ist in der Vergangenheit, zuckt immer zusammen, wenn jemand Nationalist sagt, Führer und so. Und Gandhi kommt dahin, weil man sich halt natürlich miteinander unterhält und er ist halt, das erste Treffen läuft schon völlig schief. Also Savarkar, sein Gegenspieler, steht halt in der sogenannte Küche. Hindu-Hitler. Der sogenannte Hindu-Hitler. Alle Hitler-Vergleiche sind notwendigerweise falsch. Der einzige Mensch, den man mit Hitler vergleichen kann, ist Hitler. Auch Gandhi ist nicht Hitler. Nein, nein. Auch Savarkar ist natürlich nicht Hitler, aber Savarkar ist jemand, den ich politisch an ganz vielen Punkten radikal ablehne. Ist einer der vielen Antichristen in meinem Roman. Nicht nur, weil er sich für den bewaffneten Widerstand eingesetzt hat, sondern auch, weil er der Vater von Hindutva, also von dem Hindu-Nationalismus geworden ist. Man sich denkt, wie kann Hinduismus nationalistisch sein? So, es hat weder ein Land, noch eine Sprache, noch eine Religion. Nationalismus davon, ohne Nation. Genau. Nichts davon irgendwie kann funktionieren. Und trotzdem, dramatischerweise, ist es ja im Moment in Indien die Regierungspartei, die Hindutva, also den Hindu-Nationalismus, propagiert und irgendwie eine wirklich, wirklich dramatische Politik macht. Gandhi kam nach Indiahaus und hat sich sehr daran gerieben, beim ersten Treffen hat irgendwie Savarkar Krabben gebraten. Ist verbrieft, ist wirklich genauso passiert. Und Gandhi kam rein und meinte, wie, irgendwie, bist du nicht Vegetarier? Meinte natürlich, bist du kein Hindu? Und Savarkar sagt, Entschuldigung, es ist nur Fisch irgendwie. Wir wollen doch die Briten bei lebendigem Leib verspeisen irgendwie. Wie willst du mit uns Politik machen, wenn du nicht mal mit uns essen kannst? Echte Zitate, denn Indiahaus wurde durchgehend von Scotland Yard überwacht. Das war toll für mich in der Recherche. Ich konnte diese Überwachungsprotokolle lesen. Wow, und was hat dich am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat mich, dass ich dachte, das sind ja die Revolutionäre, das heißt, die sind die ganze Zeit irgendwie konspirativ unterwegs und irgendwie haben halt diese Waffen und alles sehr gefährlich, sehr aufregend. Die haben den größten Teil der Zeit da gesessen und geredet miteinander. Also Revolution ist ganz viel sich die Köpfe heiß reden, wie wir das jetzt auch immer noch machen. Also auch die Linke in Europa oder in Deutschland ist gar nicht so weit entfernt davon. Also wir alle ringen auch darum, was ist das richtige Narrativ, was ist die richtige Form, Widerstand zu machen, wie machen wir es und dann passieren noch ein paar politische Morde in meinem Buch. Absolut. Und du sprichst die große Debatte auch um politischen Widerstand heute an. Und du schreibst ja ausdrücklich erstens einen Roman, zweitens einen historischen Roman. Trotzdem, wie sehr ist dir die Debatte der Gegenwart, die Kriege der Gegenwart, die Fragen des politischen Widerstands der Gegenwart in das Romangeschehen oder in dich, das Romangeschehen gestaltender hineingeraten? Oder wie hast du dich davon freigemacht? Sehr, sehr gute Fragen. Also es war auf der einen Seite wirklich, ich konnte mich in der Vergangenheit vor der Gegenwart verstecken, also weil es wurden halt dieselben Auseinandersetzungen nur mit anderen Vorzeichen auch damals schon geführt. Das heißt, ich konnte mich aus diesen heißen Auseinandersetzungen hier, wo man sagt das eine und damit meint man 10 andere Dinge, wo ich denke, das habe ich doch überhaupt noch nicht gemeint, daraus konnte ich mich sozusagen flüchten in eine Vergangenheit, die uns in gewisser Weise, da können wir uns mit streiten, ohne dass es direkt irgendwie jetzt für uns so heiß hergeht. Das war toll. Der Tod der Queen ist mir halt sozusagen ins Schreiben hineingeplatzt und der passte wunderbar. Also das war halt wirklich so wie ein Geschenk. Also danke, 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 Queen, dass du zu diesem Zeitpunkt gestorben bist. Also ich wollte nicht, dass du stirbst, aber wenn du stirbst, dann könnte es nicht besser sein, weil irgendwie es gab ja ein kollektives Trauern. Alle haben getrauert und plötzlich haben Leute gesagt, Entschuldigung, es war auch die Queen des Kolonialismus. Und für uns aus unserer Perspektive sieht es ganz anders aus oder dass irgendwie ganz viele Inder gesagt haben, wir hätten gerne den Kohinoor zurück, weil Kronen sind ja auch gegendert. Ne? Man kann nicht jeder kann einfach eine Krone aufziehen. Die weibliche Krone hat den Kohinoor, also diesen wahrscheinlich berühmtesten Edelstein der Welt, der natürlich aus Indien geraubt wurde. Den geben die auch nicht zurück. Ne? Sicher? Ja, die leider bei den Engländern erschreckend sicher. Nein, es ist ein utopischer Roman, sie werden ihn zurückgeben, auf jeden Fall. Sehr willkommen, oder? Du bist
ist Tochter eines in Indien geborenen Vaters, einer polnischen Mutter. Wie präsent war überhaupt Politik beim Aufwachsen und wie präsent waren indische Mythen in deinem Aufwachsen? Oder na, Mythen ist jetzt schon eine Wertung, indische politische Wirklichkeitsbeschreibung. Und ist dieser Roman jetzt eine Annäherung an die Mythen und Erzählung deines Vaters oder eher das Gegenteil? Also es ist mit Sicherheit eine Annäherung, weil für mich natürlich irgendwie, also in meiner Jugend, meinem Aufwachsen hat natürlich einfach linke Sozialisierung eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und das ist ja auch eine Liebeserklärung an die Linke insgesamt, also auch an die europäische Linke. Die kommen auch alle in India Haus vorbei übrigens. Lenin kommt vorbei irgendwie, Rosa Luxemburg, alle haben halt... Die kamen auch wirklich, also der Teil ist... Nee, die sind wirklich, alles historisch verbrieft irgendwie. Die Suffragetten kamen vorbei, die IAA kam vorbei. Durga, meine Hauptfigur, erkennt nur die Weißen, irgendwie die weiße Linke. Es gab natürlich eine internationale Linke, die auch vorbeigekommen ist. Die erkennt sie aber nicht, weil wir deren Bilder nicht kennen, weil wir deren Geschichten nicht kennen. Und so ein bisschen so ging mir das auch. Also natürlich bin ich mit Gandhi groß geworden, also weil alle engen Freunde meines Vaters haben halt eng mit Gandhi zusammengearbeitet. Und du sitzt dann und denkst dir, warte mal, ihr wart Kinder, als Gandhi ermordet worden ist. Das kann nicht ganz stimmen. Ein paar werden wahrscheinlich schon auch mal als Kinder bei irgendeiner Demo dabei gewesen sein, aber das ist deren Geschichte und die glauben da inzwischen auch dran. Ne? Also sie sind sich sicher, die sind eigentlich seine rechte Hand gewesen, alle von denen. Das ist die eine Seite, aber es gibt ganz viel Geschichte, die ich gelernt habe, als ich das Buch geschrieben habe. Also ich habe immer gedacht, mein Vater ist so rassistisch, der hat immer gesagt, geh nicht mit den Ausländern raus. Und ich so, ja, super. Und ich habe irgendwann gemerkt, mein Vater ist nicht unspezifisch rassistisch, der ist antimuslimisch rassistisch. Und ich habe halt wirklich mich mit dem als Jugendliche gestritten, so bis zum psychosomatischen Nasenbluten, um irgendwann zu merken, nein, das ist ein hochtraumatisierter Mann, der hat die Teilung Indiens, die wirklich sehr blutige Teilung Indiens miterlebt, die ja irgendwie, ich dachte immer, die ist halt nur oben irgendwie, ne, Pakistan, Indien, die ist natürlich auch genauso unten, wo mein Vater gelebt hat, Bengalen irgendwie, ist halt auch in Westbengalen und damals Ostpakistan inzwischen Bangladesch geteilt worden. Da war auch eine blutige Teilungsgeschichte. Das heißt, ich habe mit Argumenten mit meinem Vater versucht zu reden gegen ein Trauma. Das funktioniert überhaupt nicht. Da kann man überhaupt nicht weiterkommen. Und das war für mich so überraschend. Also wie viele Dinge ich hätte wissen können und ich wusste sie aber nicht. Weil das, wo wir keine Sprache für haben, wo wir keine Geschichten für haben, das können wir auch nicht erkennen. Und das war irre daran. Auch in dem, ich habe wahnsinnig viel, obwohl ich dachte, ich weiß ganz viel über den indischen Unabhängigkeitskampf, habe ich so wahnsinnig viel darüber gelernt. Und für mich als Leser ist jetzt auch nochmal auffällig geworden, wie wenig Geschichten dieser Art es in der deutschen Literatur eigentlich gibt. Liegt das an meiner Lesewahrnehmung oder gibt es sie wirklich? Es gibt extrem wenige, also das Buch ist ja extrem positiv aufgenommen worden, viel besprochen worden, aber wenn es negative Kritiken gab, dann hatten die so einen Unterton von, ah, da gibt es diese ganzen vielen indischen Namen, die kenne ich gar nicht, die verwechsel ich alle. Wo ich dachte, als Rezensent darauf stolz zu sein, dass du diese Namen verwechselst. Und das ist ja etwas, was ich sozusagen auch in dem Buch, das wird ja thematisiert, wir kennen diese Namen nicht, deshalb erzählen wir diese Geschichten nicht, weil wir diese Geschichten nicht erzählen, kennen wir die Namen nicht. Wir kennen aber die ganze englische Popkultur, die ja auch, also eine Sherlock Holmes, was ist das für ein Name? Ne, wir kennen all diese Hercule Poirot, was ist das für ein Name? Die muss man ja auch lernen. Das heißt, wir kennen all diese Geschichten, deshalb haben wir ein emotionales Verhältnis dazu. Und mir geht es halt neben vielen, vielen anderen, ich will auch unterhalten, ich erzähle auch eine Krimi-Geschichte und so weiter, aber mir geht es halt auch darum, diese emotionale Nähe zu diesen anderen Geschichten herzustellen, weil ich erzähle ja nicht über indischen Widerstandskampf in Indien, sondern ich erzähle über den indischen Widerstandskampf hier in Europa, also wo. Und auch über die engen Verflechtungen mit der europäischen Linken. Also es sind unsere Geschichten hier genauso wie deren Geschichten da. Und gab es auch, ja in Anführungsstrichen oder ohne Anführungsstrichen, positive Mythen, mit denen du, bevor du angefangen hast zu schreiben und zu recherchieren, gelebt hast und von denen du dich jetzt verabschieden musstest? Also es gibt natürlich dieses irgendwie, Gandhi hat das alles ausschließlich mit gewaltfreiem Widerstand gemacht und das war für mich erschreckend rauszufinden, nee, wenn es den bewaffneten Widerstand nicht auch gegeben hätte. Also ob immer noch in englische Kolonie wäre, weiß ich nicht, aber es wäre noch sehr, sehr, sehr viel länger englische Kolonie gewesen. Das hat mich erschrocken. Aber es war eher so, die positiven Mythen stimmen, aber es gibt noch weitere Geschichten. Es ist eben nicht, die Geschichten stimmen nicht. Und Gandhi ist ja trotz allem, also trotz allen Schattenseiten, die er hat, oder dass Gandhi ja irgendwie in Südafrika eine wirklich rassistische Politik gemacht hat. Der war ja 20 Jahre Rechtsanwalt in Südafrika, hat sich dafür eingesetzt, dass Inder nicht so behandelt werden wie Schwarze, die sollen behandelt werden wie die Weißen. Weil die Schwarzen, also die hat auch mit einem Wort
bezeichnet, dass inzwischen in Südafrika Hate Speech ist und irgendwie verboten ist. Also das heißt, irgendwie Gandhi, der für mich ein antirassistischer irgendwie Vorkämpfer war, ein Rollenmodell war, hat auch diese Seite. Und trotzdem ist das ein wichtiger politischer Kopf und ein wichtiger, ein einflussreicher Mensch der Weltgeschichte. Das eine widerspricht dem anderen nicht. Und ist ja vielleicht möglicherweise auch ja, stärker oder realistischer zumindest, wenn er nicht kein Heiliger ist, sondern einfach eine widersprüchliche Persönlichkeit, der in seiner Zeit verwurzelt gewesen ist. Ja, aber es gab auch andere Menschen in der Zeit, die andere Sachen gemacht haben. Das muss man dazu sagen. Also es gab auch Menschen, die sich sehr daran gerieben haben. Zum Beispiel halt meine Revolutionärin India House, die, von denen ich ein sehr viel negativeres Bild hatte. Das heißt auch Leute, bei denen ich viele politische Differenzen habe, die können auch Sachen machen, die ich toll finde. Also Gandhi zum Beispiel irgendwie und Savarkar haben beide sich für Mischehen eingesetzt, also wie die Ehe meiner Eltern. Aber als dann Gandhis Sohn eine Muslima heiraten wollte, hat er gesagt, nee, Entschuldigung, das geht aber gar nicht. Savarkar hingegen irgendwie Mischehen. Nur nicht zu Hause. Wieso hast du deiner Heldin auf ihrer Zeitreise einen Penis mitgegeben? Es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür. Also einer der Gründe ist natürlich, dass in India House junge Männer gelebt haben. Also sie hätte da einfach nicht reingehen können. Das ist natürlich auch die Sache. Also wer konnte international revolutionär werden? Du musstest aus einer Oberklasse-Familie kommen, ob das Geld haben, nach Europa zu kommen. Und in der Regel haben die ihre Söhne nach Europa geschickt. Es gibt eine sehr wichtige indische Widerstandskämpferin, Madame Karma, die auch in India House viel war und die auch eine Rolle in meinem Buch spielt. Aber es waren hauptsächlich Männer. Aber die andere Sache war, dass ich gedacht habe, naja, also wenn du durch die Zeit reist, du nimmst wahrscheinlich deinen Körper nicht mit. Du bist wahrscheinlich ein anderer Mensch. Und irgendwie diese erste Szene, als sie irgendwie in der Vergangenheit ankommt und dann merkt, dass sie sie hat ja diese falsche Kleidung an, denkt, ich muss mir jetzt irgendwie richtige Kleidung, also zeitgenössische Kleidung, die holt sich von so einer Wäscheleine, damit die Leute sie nicht mehr anstarren, zieht sich aus und merkt, oh, ich habe mir die falsche zeitgenössische Kleidung hier ausgesucht. Und das ist die erste Szene, die ich geschrieben habe und die hat sich einfach von selbst geschrieben. Also das eine hat zum nächsten geführt und diese Szene war da. Ich habe die ja natürlich nochmal überarbeitet und so, aber diese Szene war da, bevor ganz viel anderes in dem Buch überhaupt entstanden ist. Und war gut. Es ist eine der Szenen, also das Erste, was sie natürlich macht, ist ihren Penis anzufassen. Ist das echt? Und dann übernimmt natürlich der Körper. Also sie hat ja, es ist ja eine aufgeladene Situation. Sie hat gerade eine Zeitreise hinter sich. Sie hat irgendwie Angst um ihr Leben. Die Leute rennen hinter ihr her. Und irgendwie, und dann dieses, das ist ein Penis. Und natürlich, was macht man denn? Dann übernimmt natürlich der Körper. Und es war nicht geplant, ich muss jetzt mal eine Masturbationsszene da reinschreiben, sondern das ist halt auch, da hat halt die Literatur übernommen und das ist so die Szene, wo dann mein Lektor meint, können wir nicht rausstreichen? Und dann gibt es irgendwie, da gab es irgendwie meinen Verleger, der gesagt hat, nee, das genau, die Szene muss drinbleiben. Das fand ich irgendwie sehr toll. Also das ist die Szene, an der irgendwie, ist die Marmite-Szene in dem Buch, an der sich die Geister scheiden. Merkt es sofort, wenn man dir zuhört, welchen Spaß es auch macht zu schreiben. Und du bist, wenn du nicht Romanautorin bist, bist du natürlich wahnsinnig oder als Romanautorin auch, aber bist du direkt und zwar mit 1:1 Positionen an politischen Debatten natürlich beteiligt, wo es auch um Eindeutigkeit geht. Und wie sehr, ja, ist das auch einfach befreiend, diese Debatten, du hast am Anfang Gendern vor über 100 Jahren in Indien beschrieben, was ist das für eine befreiende Kraft für dich selbst und hoffst du auch darum, dass die Debatten, die wir führen, die in der Regel oft keine Debatten sind, sondern einfach Schlagworte, die man sich gegenseitig auf den Kopf hält, ob da die Literatur, deine Literatur etwas Aufklärerisches und auch Auflockerndes vielleicht haben kann. Also aufklärerische Literatur hört sich ja mal so an, ich komme mit dem erhobenen Zeigefinger, das hoffe ich natürlich nicht, aber ich habe am meisten in meinem Leben aus Romanen gelernt, also weil unser Gehirn, das ist ja so die Software unseres Gehirns, sind ja Geschichten und das heißt irgendwie, ich kann mir Wissen viel, viel besser merken, wenn ich es in Romanen habe, aber auch die Ambivalenzen des Lebens und ich glaube ja daran, dass Romane wie so trojanische Pferde sind. Wir können aus den Augen von Figuren, die wir auch ablehnen oder die wir vielleicht auch politisch ablehnen, schauen und verstehen, wie die Welt wahrgenommen haben. Und es ist ja ganz häufig, dass wir immer mit Argumenten irgendwie, es gibt so einen tollen Artikel irgendwie, Facts can't change your mind, friendships do. Und irgendwie, also Fakten können irgendwie uns nicht überzeugen, aber Freundschaften, Kontakte. Und was wir eigentlich von Menschen verlangen, wenn wir denen sagen, du siehst die Welt falsch, verlangen wir von denen, hab ein anderes Umfeld, weil deren gesamtes Umfeld wird es ja genauso sehen. Hab ein komplett anderes Umfeld, gib alle deine Freunde auf, irgendwie kein Problem, denn ich habe recht, ich habe das bessere Argument. Das kann nicht funktionieren. Und das können aber Romane machen, ohne uns zu gefährden, uns einen anderen Blickwinkel einnehmen lassen. Und
Vielleicht zum Abschluss für dich, weil wir haben auch über die Relektüre oder ganz am Anfang von Büchern gesprochen, dass sie sich über die Jahrzehnte ändern. Und hier gibt es ja diesen wundervollen, von mir sehr geschätzten Namen, Thomas Mann, der hier steht. Und da denke ich an die Buddenbrooks zum Beispiel, wenn man sich mit seiner Familiengeschichte beschäftigt. Und da gibt es ja auch eine gewisse Leerstelle, denn woher kommt eigentlich das Geld? Ja, und unter anderem kommt es ja zumindest in den Vorbildern, die Thomas Mann für den Roman gewählt hat, nicht aus Kolonien, aber aus Brasilien, und zwar von der Familie seiner Mutter, die von Sklavenhändlern abstammte. Die Familie seiner Mutter, also die Mutter ist ja eh eine so interessante Figur. Also was, ich dachte ja, ich habe den ersten, also ich dachte nicht, aber irgendwie mein erster Roman wurde ja so rezipiert als der erste Mixed-Race-Roman der deutschsprachigen Literatur. Und dann merkt man, nee, Thomas Mann war Mixed-Race, weil seine Mutter Brasilianerin war. Und der Heinrich Mann, also der Bruder von Thomas, hat ja auch einen Roman über die Mutter geschrieben mit dem Titel Zwischen den Rassen. Also es war schon bekannt, die Nazis haben den als den N-Wort-Schriftsteller bezeichnet. Und so, ne? Und für Thomas Mann hat es eine ganz zentrale Rolle gespielt. Gleichzeitig gibt es ja diese auch ganz schwierige Geschichte der Mutter, also ne, deren Vater ja irgendwie wahrscheinlich, die hatte wahrscheinlich eine Halbschwester, die der Vater mit einer schwarzen Sklavin hatte. Also es ist eine durch und durch, wie soll ich sagen, verstrickte, in alle Richtungen verstrickte Geschichte, wo man irgendwie die Hand der Zeit und die Gewalt der Zeit in der Figur der Mutter merkt. Und es gibt ein ganz tolles Buch von Veronika Füchtner, die halt über die Mutter, über Julia Dabun-Silva geforscht hat, das mich wirklich umgehauen hat. Und es gibt eine Szene, was ich aus deiner Biografie vorher nicht wusste, die mich aber auch etwas an die Mutter von Thomas Mann erinnerte. Es gibt die Szene deiner, ich glaube, Kommunion ist es gewesen, wo du auf deinen schönen Namen Melanie oder damit sozusagen in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen worden bist. Und von Julia Mann gibt es dein Zweitname, der in der Öffentlichkeit heute nicht mehr bekannt ist. Und bei Julia Mann gibt es eine Szene aus ihrer Konfirmation, wo sie ihren Konfirmationsspruch erhält und der lautete, folge mir nach und verleugne dich selbst. Genau, also das ist auch irgendwie toll mit der katholischen Kirche, weil ich dachte immer, ich sollte aus der katholischen Kirche austreten. Und dann gab es immer Kirchenasyl, dann habe ich das nie gemacht. Und als mein Sohn dann geboren wurde, hat nämlich gefragt irgendwie, ne, beim Standesamt, als ich den angemeldet habe, welche Konfession haben Sie? Ich so, katholisch. Die so, nee, Sie sind nicht katholisch. Die katholische Kirche hat mich irgendwann verloren, anscheinend, weil sie mich nach dem falschen Namen eingeordnet. Und ich dachte immer, alle sagen immer, Kirchensteuer ist so teuer. Ich verstehe das gar nicht, so viel ist das überhaupt nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Roman Antichristi und vielen Dank Mithu Sanyal fürs Hiersein. Danke Volker Weidemann für das wunderbare Gespräch. Danke Ihnen und euch allen.